Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Testspiel hier auf meinem Kanal, und zwar The Surgeon Simulator. Ja, und was bedeutet das? Wir werden hier ein paar Operationen durchführen. Ja, Dr. Toffee darf mal ran. Bisher habe ich mich nur um Tiere gekümmert. Wie bei meiner Tierklinik zu sehen ist, habe ich nur Tiere bisher behandelt. Aber jetzt möchte ich mal die richtigen Menschen unters Messer nehmen. Ich muss übrigens auch noch Trisha anrufen. Ah, nee, in die Richtung, Entschuldigung. Trisha muss ich unbedingt anrufen, weil die muss mir noch mein Fake-Dokument, mein Fake-Doktortitel muss sie mir noch ausdrucken. Ansonsten dürfte ich hier gar nicht operieren. Aber es ist gerade Not am Mann. Dringend werden Operationen durchgeführt oder müssen durchgeführt werden. Und es werden dringend Ärzte gesucht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und ihr seht schon, das Ganze geht mit Bewegungssteuerung. Hallo? Na, wie geht's? Ich bin der Toffee. Dr. Toffee. Gibt es da auch? Nee, nur das da. So. So, und ich bin schon mal gespannt, wie das funktioniert. Was soll ich machen? Soll ich jetzt das Ding hier nehmen? So, und dann? Also so, und dann? Wüp, wüp. Okay. Ah, und da, so kann ich greifen. Okay, mit der Schultertaste kann ich greifen. Und mit beiden Schultertasten kann ich eine Faust machen, oder was? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Also Sprache passt ja eigentlich schon. Erfolge haben wir noch keine. Optionen, da können wir mal ganz kurz reingucken. Wir könnten auch den Bewegungssensor verwenden. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich jetzt unbedingt die Joy-Cons verwenden möchte. Ich möchte das richtige Arzt-Feeling haben. Und eine Hand oder zwei Hände. Hey, wir können zwei Hände nehmen. Ich nehme doch zwei Hände, natürlich. Ganz klar, hier. Hallo? Aber muss ich ja umändern, oder was? So? Nee. Doch. Hä? Ja, aber das ist doch die falsche Hand. Ich will zwei Hände nehmen. Aber ich will die richtigen Hände nehmen. Das bringt ja nichts, wenn ich den... Das ist doch scheiße. Die Musik müssen wir eigentlich ein kleines bisschen leiser machen. Weil die schon sehr, sehr laut ist, finde ich persönlich. So können wir jetzt ein kleines Ticken den Ingame-Sound auch ein kleines Ticken lauter machen. So, genau. Und ich denke, rechter Stick. Nee, wir machen schon Bewegungssensor, genau. Genau, und zwei Hände wäre schon schön, aber irgendwie ist es falsche Reihenfolge. Also, ihr seht schon, wenn ich jetzt hier winke, ist es für euch richtig, aber für mich falsch, weil ich spiegelverkehrt. Aber eigentlich ist es ja sinnvoll, ne? Es ist ja spiegelverkehrt. Probieren wir es einfach mal aus. Ich probiere es jetzt einfach mal, okay? So. Dann sind wir eigentlich durch, ne? HD-Vibration, die können wir reinmachen. Dann haben wir das wenigstens, genau. Und, ja. Ich würde sagen, kann ich die jetzt auch da drüber ziehen? Geht das? Ist nicht ganz so einfach. Ja. Oder ich mache einfach so. Hallo. Für euch ist es halt spiegelverkehrt. Eigentlich müsste ich mich umdrehen, aber gut. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert's. Jetzt. Jetzt. Ich hab's hingekriegt. Yeah. Super. Okay, wir gehen wieder ins Hauptmenü. Nein, hier ins Hauptmenü. So, und jetzt operieren wir endlich mal. Das sind schon 3 Minuten, bei fast 4 Minuten. Wir operieren natürlich in deutscher Art und Weise, also einfach aufgeschnitten und rausgeholt. Hä? Wieso bin ich jetzt... Ich wollte nicht in Sprache. Ich wollte ins Hauptmenü. In Operation. Ja, hier. So, jetzt. Also, Name des Patienten ist Bob. Ist ganz klar. Bob muss operiert werden. Keine Ahnung, was er hat. Ihm muss das Herz rausgenommen werden. Okay, Herztransplantation, Operationssaal. Unvollständig. Ich würde mal sagen, ja, Bob, Operation beginnen, oder? So. So. Okay, das war ein langes Intro, aber gut, ich muss mich ja erstmal zurechtfinden in dem Ganzen. Zur Not, wenn das Ganze hier ein bisschen größer wird, dann schneide ich natürlich auch. Aber, liebe Leute, ihr wisst, heutzutage sollte man niemals ohne Handschuhe... Oh, sie sind ja grün.
Das Problem ist, ich habe grüne Handschuhe, die wirken im Greenscreen nicht, aber wir müssen auf jeden Fall Maske aufziehen, ne? Auf jeden Fall Maske aufziehen, wenn wir operieren, ist ganz klar. Die Zeit läuft, ich weiß, aber der läuft uns ja nicht weg. Der ist ja in Narkose. Und ich meine, wenn ich will, dann ist eh sein Leben vorbei. Zieh ich einfach das Herz raus und gut ist. So, ich würde eigentlich auch ein bisschen was über die Haare packen, aber ich habe mir vorhin echt Mühe gegeben, die Haare zu machen und man muss Prioritäten setzen. Und seien wir mal ganz ehrlich, falls mir ein Haar in die offene Bauchhöhle des Patienten fällt, beim nächsten Stuhlgang kommt die Kacke sowieso wieder raus. Also wirklich in Form von Ausscheidungen kommt dann da das Haar bestimmt wieder raus. So, jetzt operieren wir. So, was muss ich denn machen? Schwester, ich brauche einen Hammer. Okay. Schwester? Okay, runter da. Okay. Wie komme ich da runter? Ich kann... Okay, Leute, ihr könnt mich mal... Okay, ich habe einen Mittelfinger gezeigt. Erfolg. Die haben schon mal einen Erfolg reingeschalten. Wie geht das? Ich würde gern. Ich kann das Ding nicht nehmen. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runterfahren. Achso, warte mal kurz. So. Okay, Corona Rules. Jetzt geh runter. Komm runter. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ich weiß nicht, wie ich runtergehen soll. Mit der anderen Hand vielleicht? Hallo? Ich brauch den Hammer! Scheiß Spiel! Leck mich! Ich brauch den Hammer, ich komm da nicht ran! Warte mal. So, wir machen erstmal Ausgangsposition, ne? So, wir versuchen es nochmal von vorne. So, Ausgangsposition. Jetzt nehmen wir hier den Hammer. Werde ich runterkommen? Ich weiß nur nicht, wie ich runterkomme. Ach so! Ah, falscher Knopf. Okay, alles klar. Okay, jetzt nimm den Hammer, so. Und jetzt... Kaputt! Aber nur das Herz nicht treffen, ne? Wir dürfen das Herz nicht treffen. Oh, ich hab's Herz getroffen. Es blutet! Schwester! Schwester! Wir brauchen mehr Blutkonserven! Der Patient verstirbt mir sonst! Aber die Blutwerte sind eigentlich noch ganz okay. Sie sind ja oben rechts, ne? Also, fröhlich weiter gehämmert. Oh, Entschuldigung. Spüren Sie was? Ist es jetzt wieder in Ordnung? Ich habe mal kurz drauf gehämmert. Vielleicht war das das Problem. So, ich denke, wir haben genug kaputt gemacht, oder? Jetzt ist das Herz frei. Das Herz liegt frei. Schwester, Sie können den Hammer wieder haben. Hier, bitteschön. So, jetzt holen wir das Ganze natürlich raus. Aber womit holen wir das raus? Haben wir irgend... ich muss das Herz irgendwie rausholen. Aber womit? Sollen wir einfach reinpieksen und es rausholen? Ich weiß nicht, womit. Mit dem Bohrer? Nee, mit dem Bohrer nicht. Lass mal es lieber. Vielleicht mit dem Ding hier, warte. So. Nee, so, und jetzt rüber. Und das ist gar nicht so einfach übrigens, ne? Also ihr seht jetzt hier schon, dass das echt kompliziert ist. Ja, nimm das Ding doch in die Hand, Mensch. So, jetzt, komm. Ja, komm. Ich hab eh keinen Durst. Tschüss, Flasche. So. Ah, ja, komm hier. Arm da weg. So, das Herz muss rausgeschnitten werden. Ist ganz klar. So, wir haben es fast. Die anderen Organe sind eh nicht so wichtig.
ohne das Herz kann er nicht leben. Aber ohne Lunge hat er zwei Lungenflügel, oder? Einer kann er ruhig abgeben. So, okay, alles klar. Ich denke, soweit ganz gut. Okay, jetzt holen wir das Herz raus. Am besten mit der Hand. So. Runter. Und. Nee, du sollst das Herz nehmen. Ich weiß, es ist eklig und es ist glitschig, aber... Schwester, ich brauche ein Handtuch. Das Herz ist zu nass. Schwester, die Blutwerte fallen ab. Sagen Sie der Familie des Patienten schon mal, es sieht nicht gut aus. Es sei denn, Sie mögen den Mann nicht. Dann sieht's gut aus. Gibt's ein tolles Erbe? Kann man das Testament noch ändern und mich reinschreiben? Oh, ich nehme jetzt die andere Hand. Ich bin Linkshänder. Ne, nimm doch jetzt das Ding. Guck mal, da liegt's doch. Jetzt nimm's doch. Ja, guck mal. Und ab ins Glas. So. Schwester, Herz auf den Boden. Passen Sie auf beim Wischen. Okay, gut. Ach, das war gar nicht das Herz. Das war gar nicht das Herz. Hätte ich doch mal im Biologieunterricht ein bisschen aufgepasst. Das war gar nicht das Herz. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen was nacharbeiten hier, ne? Machen wir heute halt Überstunden. Oh oh. Was ist passiert? Oh Gott. Ich sehe nichts mehr. Herzmassage. Herzmassage. Ich muss Herzmassage machen. Schwester, holen Sie einen neuen Patienten. Der hier ist kaputt. Okay. Die Blutwerte fallen. Wir haben ein Problem. Jetzt schnell, schnell, schnell. Schnell. Wir müssen sein Herz punktieren. Damit er Luft kriegt. OP fehlgeschlagen, dabei ist alles so gut gelaufen. Ja, ich bin auch der Meinung, das war eigentlich ganz gut. Brutaler Mord geschafft in gerade mal 8 Minuten und 11.503 Sekunden. Ich würde mal sagen, wir probieren das Ganze nochmal. Das muss ja irgendwie machbar sein, oder? So, neuer Patient, neues Glück. Das war unser Testpatient, hallo? Gut, Problem meinerseits war, ich habe erstmal nicht verstanden, wo das Herz sitzt. Das war mein Fehler. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber es hat einem ja auch keiner gesagt. Das ist bei Menschen nämlich immer unterschiedlich. Bei dem einen sitzt das Herz da, bei dem anderen sitzt es woanders. Das ist immer unterschiedlich. Und deswegen konnte ich das gar nicht wissen, ohne vorher in den Patienten reingeguckt zu haben, weißt du? Und offensichtlich sah seine Leber genauso aus wie sein Herz. Das ist auch bei manchen Menschen so. So, jetzt. Ich brauch den Hammer, Mann. Oh, dann nehme ich halt wieder die Säge. So. Nein, runter. Ne. Ich seh nix. So, runter. Und jetzt nehmen. Sag mal. Ne. Oh, Alter, willst du mich verarschen? So, jetzt nehmen. Warte. Runter und jetzt nehmen. So. Okay, alles klar. Wir sind bereit. Ist es auch spitz? Ja, ich teste nochmal. Ja, ist scharf genug. Gut. Jetzt runter und segeln.
Wir müssen das Ganze hier frei machen. Schwester, von welcher Marke ist die Säge? Da kaufen wir nichts mehr. Die ist stumpf. So. Wie ein gutes Steak muss das behandelt werden. Bis alles frei liegt, um an Herbst zu kommen. So. So, ich denke, das reicht. Ich muss ans Herz. Es geht nicht. Wir kommen so nicht ans Herz ran. Wir brauchen noch was anderes. Ach, da ist ein neues Herz drin. Okay. Wir stopfen einfach das andere Herz drüber. Okay, alles klar. So. Na, so. Nein! 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 Schwester! Das Herz liegt auf dem Boden. Bitte abwaschen. Ach, oh, wobei, Ivo. Komm, das sieht eh schon so dreckig hier drin aus. Komm, das können wir so lassen. Können wir Wasser sparen. Okay. So. Ich glaube, ich muss hier doch noch ein bisschen hämmern, um das hier freizulegen. Das Herz ist eh schon kaputt, das heißt, wir können es auch ruhig hämmern. Die ganzen Organe versperren mir den Weg, ey. Kann die vorher mal jemand rausholen? Was machen denn die Azubis hier? Können die nicht auch mal was machen? Ups. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Hauptmenü. Vielleicht ist eine Herztransplantation doch für uns als Nachwuchsärzte ein bisschen zu schwierig. Liebe Familie von Bob. Was? Deep Dungeon of Doom? Das will ich. Gib mal her. Die packen wir jetzt da rein. Ach so, guck mal, wir können ja erst die Diskette da unten rausholen. Warte mal. Kann man die da rausholen und die andere da reinmachen? Ich will die da reinmachen. Ach, guck. Jetzt haben wir die Steuerung. Ah, guck mal. Jetzt haben wir die Steuerung rausgeholt. Nein, du sollst sie rausholen. So. So, warte. Ne. Telefon. Telefon! Hallo? Wer spricht da? Ich verstehe Sie nicht. Nehmen Sie die Socke aus dem Mund. Hallo? Scheiß Klingelstreich wieder hier. Werde ich wütend? Schmeiße ich gleich mal das Telefon hier. Tisch, ja, ist da alles scheiße hier. Mein Patient ist draufgegangen. Alles scheiße. Dahin. Bob! Entschuldigung. Ich war ein bisschen emotional. Denn das ist immer so, wenn ich einer Familie sagen muss, dass ihr geliebter Bob nicht mehr da ist. Kann ich die anderen Operationen eigentlich auch anwählen, oder? Geht nicht, wir haben nur eine. Die muss ich schaffen. Erst wenn die Herztransplantation klappt, dann kann ich die anderen Sachen machen. Das ist schwierig. So, sollen wir es noch einmal versuchen? Das Problem ist, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich unten an das Ding rankomme.
an das Herz. Weil der stirbt mir doch zu schnell weg. Oder nicht? Ich probiere es nochmal. Einmal probiere ich es noch und dann müssen wir halt gucken. Ich trinke mir noch ein bisschen Mut an. Ein bisschen Alkohol. Hilft immer vor einer Operation. Dann hört auch das Zittern in der Hand auf. So, Schwester, falls ich kotzen muss vom Alkohol, nehmen Sie mir ganz schnell die Maske ab. Sonst kotze ich in die Maske und das ist nicht ganz so praktisch. Wenn ich in den Patienten kotze, ist das viel hygienischer. Okay. So. Alles klar. So, wie machen wir es diesmal? Ich versuch's nochmal mit dem Hammer. So. Genau. Und jetzt. So, er verliert Blut. Bitte achtet alle zusammen darauf, dass seine Blutwerte nicht in den Keller rutschen. Weil wenn sie das tun, dann verstirbt uns der Patient. Und ein toter Patient ist kein erfolgreicher Patient. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ist er eigentlich auch wirklich am Schlafen? Das müssen wir auch mal testen. Vielleicht funktioniert die Narkose ja auch nicht. Ich muss mal kurz testen. Doch, ich glaube, er schläft. Okay. Der wäre schon längst aufgewacht von meinem Hämmer. So. Erstmal die Rippen weg. Gut. Alles klar. Dann. Wie holen wir jetzt das Herz daraus? Mit der Säge. Oder das Ding. Das haben wir noch gar nicht verwendet hier, ne? Warte kurz. Ups. Nee, nicht das neue Herz. So, ja, geht doch. So. So, und jetzt erstmal alle Organe, die überflüssig sind, werden mal kurz weggeschnitten. Die kleben wir nachher wieder zusammen. Mit Uhu. Mal die Hand da weg. Ich komme nicht ans Herz ran. Der hat so eine verschobene Anatomie. Ich will da ran. Dem seine Lungenflügel sind total im Weg. Guck mal, uns fliegt die Leber entgegen. Ich bin der einzige Arzt, der es schafft, dass die Leber einem entgegenfliegt, sodass man sie einfach in der Luft fangen kann, zur Seite legen und dann besser ans Herz rankommt. Das ist praktisch. Ich bin nur effizient. Das ist eine neue Operationsmethode, die ich erfunden habe. Guck mal. Und unsere Säge fliegt dem Patienten auch noch vorne ins Gesicht. Oh Gott. Guck mal, wir gucken uns jetzt nochmal in Zeitlupe an, wie ihm gleich sein Hirn weggesägt wird. Kann man das noch sehen? Okay, liebe Leute, falls ihr irgendwie die Vermutung habt... Nein! Ja gut. Liebe Leute, falls ihr noch die Vermutung habt, dass ich irgendwann nochmal... in diesem Spiel eine Operation richtig vonstatten bringen lassen kann, dann dürft ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und dann kommt das Spiel auf jeden Fall nochmal... Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wenn ich mal sagen, ne? Also, liebe Leute, tschüss. Ist der Einzige, der darüber lacht, die ganze Zeit Mittelfinger zu zeigen? Wahrscheinlich, ne?